zu Gast bei Gerhard Stumm in Wien. Hallo, lieber Hallo. Gerhard. Ich möchte dich gerne kurz vorstellen, ja, damit alle wissen, wer du auch bist. Also, du bist Dr. Gerhard Stumm. Du lebst und arbeitest in Wien. Du bist Psychologe, personenzentrierter Psychotherapeut, Ausbilder für personenzentrierte Psychotherapie. Du hast gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen ein Wörterbuch, ein Personenlexikon und ein Handbuch für Psychotherapie sowie den Sammelband Die vielen Gesichter der personenzentrierten Psychotherapie herausgegeben. Im Frühjahr 2014 erscheint von dir und Wolfgang Keil bei Springer das Buch Praxis der personenzentrierten Psychotherapie. Habe ich was vergessen? Ja, es waren noch einige Bücher, aber das ist nicht so wichtig, sondern mehr, was du da schon erwähnt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen, dass ich all diese Publikationen immer mit anderen zusammen erarbeitet habe und speziell Wolfgang Keil, den du ja schon jetzt genannt hast, war da ein kongenialer Partner. Das ist mir wichtig und was mir auch wichtig ist, ist, dass ich ja mit einer ganz lieben Frau verheiratet bin, die auch Psychologin ist, Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, was eine ganz gute Mischung auch ergibt. In unserem Austausch befruchtet sich einiges und auch zwei ganz tolle Kinder habe, auf die ich sehr stolz bin. Der Begründer der personenzentrierten Psychotherapie war ja Carl Rogers. Könntest du mal die wichtigsten Schritte seines Lebens, die wichtigsten Lebensdaten mal kurz zusammenfassen? Ja, Rogers wurde 1902 geboren, als viertes von sechs Kindern, in eine sehr puritanische Familie im Mittelwesten. Er hat da die ersten Jahre in Oak Park gelebt, das ist ein Vorort von Chicago, wo übrigens auch Ernest Hemingway und Frank Lloyd Wright, der Architekt, gelebt haben. Und die Situation war so, dass speziell seine Mutter sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass er von den schlechten Einflüssen der Umgebung verschont blieb, und die anderen Kinder natürlich auch, weswegen sie schon, als er 12 Jahre alt war, auf eine Farm übersiedelt sind, also raus aus diesem Trubel. Und das ist insofern bezeichnend, als Rogers beschrieben hat in späteren Schriften, dass er eigentlich psychisch betrachtet sehr einsam aufgewachsen ist, obwohl es so eine große Familie war, und dass das ein Nährboden war für diese besondere Beachtung der Beziehungsqualität, die ja in dem Ansatz dann so die wichtig ist. Die Empathie und das gegenseitige aufeinander einschwingen. Genau, genau. Mhm. Ja. Er hat sich dann aber auf der Farm sehr für sozusagen naive Forschung interessiert und das war ein weiteres Feld, dass er dann in die Wissenschaft gegangen ist, zunächst mal Landwirtschaft studiert hat, später dann nach einer 5-monatigen Reise im fernen Osten, also von uns aus betrachtet, China, Japan, ist er zur Theologie gewechselt für 2 Jahre. Da gab es eine liberale Richtung, die ihn sehr imponiert hat. Er war dann mit Young Men's Christian Association unterwegs. Aber es hat sich für ihn herausgestellt, dass bei aller Liberalität es noch immer viel zu dogmatisch für ihn war. Kein Wunder mit dem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, sodass er sich dann, das war 1926, glaube ich, zur Psychologie, 24, zur Psychologie gewechselt hat. Und da ist er ja dann auch Zeit seines Lebens geblieben. Er hat dann 12 Jahre als Erziehungsberater gearbeitet, sehr viel Praxiserfahrung gesammelt. Das war auch, glaube ich, das Fundament, wo er dann seine praktischen Ausrichtungen entwickelt hat. Und 1940 hat er dann einen Ruf bekommen, als Universitätsprofessor
Columbus, Ohio, und hat dort begonnen, Gespräche mit Klienten mitzuschneiden, was für die damaligen Verhältnisse revolutionär war. Und so gilt er auch in der Tat als Pionier der Psychotherapieforschung. Mhm. Seine fruchtbarste Periode war allerdings dann von 1945 bis 1957 in Chicago, wo er ein Beratungszentrum gegründet hat, große Professur hatte mit vielen Mitarbeitern und wo er dann auch die berühmten notwendigen und hinreichenden Bedingungen für Persönlichkeitsentwicklung durch Psychotherapie entwickelt hat. Ermutigt von diesen Erfolgen hat er dann eine Professur in Madison, Wisconsin angestrebt, auch bekommen, wo er dann mit Schizophrenen und schwerer psychisch beeinträchtigten Personen gearbeitet hat, bis 1963, auch ein Riesenforschungsprojekt damit verbunden war. Da hat sich aber dann gezeigt, dass auch der Wirksamkeit der personenzentrierten Psychotherapie, der klientenzentrierten Psychotherapie, Grenzen gesetzt waren, wie ja natürlich für alle anderen psychotherapeutischen Methoden auch. Und es gab auch riesengruppendynamische Probleme, sodass sich Rogers fortan von der psychotherapeutischen Arbeit eigentlich zurückgezogen hat. Und er ist 1964 nach Kalifornien übersiedelt und hat aufgehört, psychotherapeutisch zu arbeiten. Hat sich dann für das interessiert, was der personenzentrierte Ansatz genannt wird, das heißt die Anwendung der personenzentrierten Prinzipien über die Psychotherapie hinaus. In welchen Bereichen? Das war der Bereich der Encountergruppen, das war der Bereich der Erziehungsarbeit, der Bildungsberatung, auch ein Stück weit, wobei da die Erfolge auch sehr bescheiden waren, Management, Wirtschaft. Aber sehr berühmt wurde er ganz gegen Ende seines Lebens dann auch, dass er Gespräche als Facilitator, so hat er sich verstanden, als Förderer von Konfliktgruppen, zum Beispiel Protestanten, Katholiken in Nordirland, Schwarze-Weiße in Südafrika, dann noch im ehemaligen Ostblock auch tätig war. Und das ist noch gut dokumentiert worden, sogenannte Rust Workshop, also Rust, eine Stadt hier in der Nähe, Neusiedlersee, wo er mit südamerikanischen Politikern gearbeitet hat, in einer Art Verständigung, und er hat das dann auch als Friedensarbeit verstanden, ist übrigens auch dann noch als einer von vielen halt für den Friedensnobelpreis nominiert worden, aber nur nominiert worden, er ist auch dann genau in der Zeit dann verstorben. 1987. Jetzt hat die Richtung, die du vertrittst, hat ja im Laufe der Zeit verschiedene Namen gehabt. Da gab es erstmal die Bezeichnung nicht-direktive Beratung, dann klientenzentrierte Therapie, dann Gesprächspsychotherapie. Heute spricht man vom personenzentrierten Ansatz oder von der personenzentrierten Psychotherapie. Könntest du mal was dazu sagen, wie diese verschiedenen Namen zu verstehen sind? Also klientenzentrierte Psychotherapie, personenzentrierte Psychotherapie sind Synonyme. Rogers hat da auch keinen Unterschied gemacht. Die Gesprächspsychotherapie ist eine Erfindung von dem kürzlich verstorbenen Reinhard Tausch, ja, der gemeint hat, wir müssen uns zurückdenken in die 1960er Jahre, wo Psychotherapie als Therapie ja noch Ärzten in erster Linie vorbehalten waren, ich glaube in Deutschland noch den Heilpraktikern. Und der hat gemeint, wenn wir es Gesprächstherapie nennen, dann werden wir wohl doch keine Schwierigkeiten haben. Und das war eigentlich ein kluger Schachzug. Taktisch ein bisschen. Wobei mit dem Begriff viele heute nicht so richtig zufrieden sind, weil das die Richtung sehr auf Gespräch, genau, eigentlich begrenzt. Ne? Es war berufspolitisch, taktisch motiviert, aber vom Inhaltlichen her, meine ich, hat er dem Ansatz gar keinen guten Dienst damit erwiesen, weil
viele Missverständnisse heraufbeschworen hat, weil es ja nicht nur ums Sprechen und ums Gespräch geht, sondern um eine Begegnung auf der ganzen Linie aller Möglichkeiten, wo gerade auch die nonverbalen kommunikativen Prozesse eine ganz, ganz große Rolle spielen und wie sich dann in weiterer Folge gezeigt hat, ja auch mit künstlerischen Mitteln, körperorientierten Methoden gearbeitet werden kann, die weit über das Gespräch hinausgehen. Die Bezeichnung findet sich ja heute immer noch im Namen von einigen Verbänden und auch der Antrag, den die Gesprächstherapeuten einen Beirat gestellt haben in Deutschland, ist auch unter dem Begriff Gesprächspsychotherapie wahrscheinlich aus Tradition gestellt worden. Ja, ja. Ich glaube, die wollten nicht mitten im Anerkennungsverfahren jetzt noch die Bezeichnung ändern. Ja. Die aktuelle Bezeichnung ist personenzentrierte Psychotherapie. Scheint sich im deutschen Sprachraum durchzusetzen. Ja. Und ist auch im anderen, wenn man die Übersetzung nimmt, personenzentriert ist quasi, setzt sich durch. Wobei, und das ist jetzt mehr ein inhaltlicher Bezug noch auf deine Frage, klientenzentriert wird immer noch von einer, würde ich sagen, eher fundamentalistischen Strömung vertreten, damit auch die klassische Methode, wie Rogers sie entwickelt hat, betonen wollen. Und da ist auch noch sogar, ohne dass das im Namen jetzt so verankert ist, dieses Nicht-Direktive ein ganz wichtiger Faktor. Der Klient, die Klientin soll nicht gesteuert und in eine bestimmte Richtung gedrängt werden. Jetzt steht ja in der personenzentrierten Psychotherapie der Begriff der Aktualisierungstendenz an einer ganz zentralen Stelle. Was bedeutet das eigentlich? Ist das in etwa gleichzusetzen mit dem Begriff Selbstverwirklichungsstreben? Ja, Streben könnte man auch als so eine Subbedeutung von Tendenz dazu nehmen, aber es ist nur ein Teil davon. Also Aktualisierungstendenz wird von Rogers so definiert wie die Gesamtheit von den Möglichkeiten oder den Fähigkeiten des Organismus, sich zu entwickeln. Aber Organismus nicht im biologischen Sinn gemeint. Organismus in einem ganz bestimmten biologischen Verständnis, nämlich dass auch die psychologischen Prozesse mitgedacht. Also eher das, was man unter dem Begriff Person versteht. Eigentlich Person, ja. Ja. Mhm. Ja. Und das heißt, wir als Personen, und das ist das zugrunde gelegte auch, haben ein immanentes Streben oder immanente Tendenz, uns zu entfalten und aber auch zu erhalten. Und diese beiden Teile sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, weil Aktualisierung oft so wie nur entfalten, sich weiterentwickeln, sich ausdifferenzieren, verstanden wird. Aber viele unserer Klienten aktualisieren sich ja, indem sie versuchen, den Status quo zu erhalten. Und man könnte es auch so sagen, manches Mal ist die Devise vor allem Überleben und nicht nur das volle Leben ausschöpfen. Aber natürlich versuchen wir zu unterstützen, dass hier mehr Möglichkeiten der Entfaltung sich dann auch... Also es wäre quasi Selbsterhaltung plus Wachstum, so plus psychisches Wachstum? So. Ja, ja. Und das Entscheidende, was Rogers ja dann formuliert hat, war, dass er dann schon gemeint hat, dass unter günstigen Bedingungen, da meint er in erster Linie Beziehungsbedingungen, sich der Organismus, die Person, aber dazu tendieren wird, sich zu entfalten. Und zwar selektiv in eine konstruktive, in eine soziale, in eine immer mehr sich differenzierende Richtung. Und das ist ihm ja dann auch kritisch als zu optimistisch ausgelegt worden. Und wenn man aber genau diese Stellen nochmal nachliest, dann kann man herauslesen, dass er von einer fundamental
positiven Natur des Menschen geschrieben hat. Das heißt, fundamental im Kern angelegt, wenn die Bedingungen dann auch tatsächlich so beschaffen sind, dass sich dieses Potenzial, das da angelegt ist, sich entfalten kann, dann wird sich dieser Kern auch manifestieren. Man fragt sich ansonsten, wo kommt eigentlich das Leid und ganze Elend, was es ja auch gibt auf der Welt, wo kommt es eigentlich her, wenn der Mensch im Grunde positiv ist? Ja, und da könnte man gut unterscheiden, dass er ein sehr optimistisches Menschenbild hatte, aber kein naives, wie ihm auch manches Mal nachgesagt wurde, denn er war sich völlig im Klaren, dass es unendlich viel Leid gibt und dass unendlich viel Gewalt und schreckliche Dinge auf dieser Welt damals schon passiert sind, nach wie vor weiter passieren. Und ich glaube auch, da kommen wir vielleicht mehr zu so einer existenziellen Betrachtung, auch weiter passieren werden. Da war er ja vielleicht wirklich zu optimistisch, was die zukünftigen Entwicklungen anlangt. Diese Herausforderungen gibt es. Es gibt schreckliche ökonomische Bedingungen, es gibt schreckliche Machtverhältnisse, also damit müssen Menschen fertig werden, mit Hunger, mit kriegerischen Auseinandersetzungen und so weiter. Aber ihm war natürlich der Aspekt ganz besonders wichtig, dass die Beziehungsqualität, auf die Kinder stoßen, auf die wir als Heranwachsende stoßen, dass die von einer bestimmten Ausprägung ist. Und das harmoniert ja sozusagen als negativ zu den positiven Einflüssen wie diese therapeutischen Haltung, wie die Klienten sie in der Psychotherapie erfahren sollen, wenn die eben schon in frühen Jahren nicht gegeben sind, dass dann sich sowas wie Inkongruenz ausbildet. Ja. Könntest du diesen Begriff Inkongruenz, der spielt ja auch eine große Rolle in der personenzentrierten Therapie, nochmal erläutern, vielleicht auch mal an einem Beispiel aus der psychotherapeutischen Praxis, wie das da eigentlich, wie man damit dann arbeitet mit diesem Begriff? Also Inkongruenz heißt, und das knüpft ja an die Persönlichkeitstheorie von Rogers auch an, dass wir ein Selbstkonzept, ein Selbstbild herausbilden und gleichzeitig aber noch viel unmittelbarer und noch vorgeordnet sowas wie ständig Erfahrungen machen als Organismus, als Personen. Und unter Erfahrungen ist gemeint das Erleben, das was wir erleben. Das sind die Gedanken, das sind die Gefühle, das sind Bilder, das sind Körperempfindungen. All das ist als Erleben gemeint. Und das ist immer momentbezogenes Erleben. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Erleben, wenn es nicht positive und zwar unbedingte positive Beachtung durch signifikante andere, das heißt durch die wichtigen Bezugspersonen erfährt, nicht voll in das eigene Selbsterleben integriert werden kann. Unbedingt bedeutet, dass es nicht von bestimmten Bedingungen abhängig ist. Genau. Also ich erkenne in dir nur das an oder wertschätze nur das, was zum Beispiel meinen Bedürfnissen entspricht oder was ich brauchen kann, was ich nachvollziehen kann, aber die anderen Sachen nicht. Ne? Genau. Das würde dann so eine Art Spaltung in der Persönlichkeit verursachen. Das ist ganz genau. Inkongruenz ist in gewisser Weise eine Dissoziation von dem, was ich tatsächlich erlebe, wenn ich darin unterstützt wäre und gefördert bin, und dem, was ich aber nicht bewusst symbolisiere, weil es eben bestimmten Bewertungen unterworfen wird. Könntest du das mal an einem Beispiel erläutern, damit man klar ja. wird, was gemeint ist? Also wenn ich zum Beispiel schon als Kind, wenn mein Haustier stirbt oder ein Stofftier, sage ich mal, verloren geht und zutiefst traurig vielleicht bin, weil ich so eine besondere Beziehung hergestellt habe, und jetzt würde die Bezugsperson, die wichtige, reagieren: ach komm, ist doch nicht so schlimm, ja, wir werden ein neues kaufen. Das mag ja alles nett gemeint sein, aber es ist nicht unbedingt das, was wir nennen, sich voll in den inneren Bezugsrahmen des Kindes zu begeben. Die Trauer und der Schmerz wird quasi weggeredet. Wird weggeredet, wird bagatellisiert,
wird nicht dem Kind gelassen, es wird nicht unterstützt, diesen Schmerz zu erleben, anzuerkennen, und das ist eigentlich auch die Erfahrung dann in der Psychotherapie, je mehr das anerkannt werden kann, umso mehr kann sich es auch verändern und sich vermindern. Als natürliches, angemessenes Gefühl, wenn einfach einem Kind ein Tier genommen wird, an dem das nun mal hängt. Genau, Verlust ist mit Trauer und Schmerz verbunden, eine natürliche Reaktion. Und jetzt heißt das, dass die Kinder aber, und das ist ja dann auch das Tragische, sich mit diesen Bewertungen identifizieren. Na, ich brauche nicht so kindisch zu sein, sagt vielleicht sogar das Kind schon zu sich selber. Und natürlich dann erst recht dann später an der Erwachsene. Und wird bei Ereignissen, die wiederum mit Verlusten zu tun haben, mit Trennungen vielleicht auch, eben auch wieder so reagieren, fast praktisch unverständig dem eigenen Erleben gegenüber. Na, das ist halb so wild, ja, kommt nächste Partnerin, nächste Partner. Und damit sind Bewertungsbedingungen in der Person, im Klienten errichtet. Und damit kann nicht mehr voll das volle Erleben symbolisiert werden. Und damit hat eine Inkongruenz eingesetzt. Ein Teil des Erlebens wird quasi ausgegrenzt aus dem Erleben und wird nicht repräsentiert quasi im Bewusstsein. Genau so. Ja. Gut. Jetzt hast du schon den Begriff innerer Bezugsrahmen erwähnt. Könntest du nochmal ausführen, was das bedeutet und welche Funktion das in der psychotherapeutischen Arbeit hat? Ja, der innere Bezugsrahmen hat insofern eben eine ganz besondere Bedeutung auch für die Psychotherapie, als es ja darum geht, den Klienten dort abzuholen, wo er oder sie sich befindet, das heißt in der subjektiven Welt, in der sie steht, diese Person. Und hier kommt die große Bedeutung von empathischem Verstehen zum Tragen. Es geht darum, mich einzufühlen in diese subjektive Welt, so wie die Klientin sie erlebt für sich im Moment. Und das mag noch so bizarr sein oder noch so verwirrend, aber genau darum geht es, sich in diese Welt hineinzubegeben. Und was bedeutet jetzt Bezugsrahmen? Ist das identisch mit dem Erleben, mit der Art und Weise, was die Klientin erlebt? Oder wie sie es gerade subjektiv erlebt, ja. Also auch inklusive ihrer Inkongruenzen, wo vielleicht von außen betrachtet schon ganz, ganz evident ist, jetzt hören Sie doch endlich auf, sich diesem Partner nachzutrauern, der Sie vielleicht geschlagen hat, der Sie missachtet hat, erniedrigt hat. Aber die Klientin ist noch immer aus ihrer subjektiven Welt heraus, mit einem Teil zumindest, noch immer verhaftet, hängt sie noch an ihrem Partner. Und jetzt geht es darum, sich genau auch in diesen Teil einzufühlen. Allerdings, und das hat Roger sehr schön unterschieden, in einer Als-Ob-Qualität. Also nicht zu verschmelzen, sich nicht vollständig zu identifizieren, sondern, man könnte auch sagen, partiell zu identifizieren. Immer auch eine gewisse Distanz aufrechten. In dem Sinn zu sagen, okay, das ist mir aber jetzt völlig klar, dass so erlebt sich die Klientin, und auch wenn ich vielleicht sogar mit berührt bin oder selber anfange, die Fäuste zu ballen, es ist klar, das ist das Erleben der Klientin, ich darf nicht angesteckt werden, könnte man auch sagen. Es ist ihr Leben und nicht meins. Es ist nicht meins. Ja, ich fühle mit, aber ich leide nicht mit, könnte man sagen. Könnte man sagen, ja. Und Bezugsrahmen bedeutet dann quasi, das Erleben quasi aus dem Blickwinkel der Klientin zu erfassen? Ja. Aber, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nicht nur aus einer kognitiven Perspektive, sondern eben, und hier geht es ja nicht nur um das Verstehen, sondern ein richtiges Einfühlen, wie spürt sich das, fast auf der Ebene der Eingeweide, hat Rogers auch formuliert, für die Klientin an. Also ganz tief drinnen, und das ist ja auch, wo wir hinwollen, wenn die Klienten
und signalisieren, dass sie dazu bereit sind. Das ist bestimmt für einen Psychotherapeuten auch nicht leicht, weil er muss ja ständig eine Doppelperspektive quasi einnehmen, also seine eigenen Wahrnehmungen, ja, sich tief einfühlen in den Patienten, quasi beides gleichzeitig sehr differenziert wahrnehmen und gleichzeitig eine Getrenntheit aufrechterhalten. Ja, ja. Und auch eben die eigenen Resonanzen weiterspüren, nicht nur das, was die Klientin erleben mag, sonst ist der Fokus zu sehr auf der Klientin, sondern auch aus der eigenen Resonanz zum Beispiel verstehen, dass da neben der schmerzlichen Empfindung ja vielleicht auch, und das ist ja offensichtlich manches Mal, eine Mordswut da ist. Nicht? Und ich spüre die schon, die Klientin ist vielleicht nur in dem Teil verhaftet. Und wenn dann irgendwelche Anzeichen von der Klientin kommen, und es kann auch körpersprachlich sein, nicht, dann bietet sich an, darauf Bezug zu nehmen. Jetzt hat Rogers ja 6 Bedingungen formuliert, die gute Voraussetzung oder notwendige und hinreichende Voraussetzung sind für den produktiven psychotherapeutischen Prozess. Könntest du die bitte mal erläutern? Also es sind eben, und das war ja auch ein provokantes Statement, notwendige und hinreichende Bedingungen. Und Bedingungen, das wird ja gleich klar werden, hat doch nichts mit Techniken zu tun, Methoden, sondern es sind nur mal Bedingungen. Die erste Bedingung, die hat er später als Vorbedingung bezeichnet, ist, dass ein Kontakt zwischen Therapeut und Klient möglich ist. Das heißt, dass es einen Unterschied macht, ob ich da bin oder nicht. Weil es gibt ja auch Klienten, die vielleicht sehr in einem psychotischen Zustand sind, autistisch. Wo gar kein Kontakt. Wo kein Kontakt zustande kommt, kann man nicht Psychotherapie machen. Es gibt dann, komme ich dann später darauf zurück, einen Schüler, einen Mitarbeiter von Rogers, Gary Prouty, der gemeint hat, da so muss man noch nicht aufgeben, aber dazu später. Die zweite Bedingung ist, dass der Klientin im Zustand der Inkongruenz ist. Das heißt, dass aufgrund dieser Kluft oder Diskrepanz zwischen dem, was ich organismisch erlebe, was ich selbst symbolisiert habe, ein Leidensdruck entsteht, Angst, Spannung, Verletzlichkeit. Und die dritte Bedingung, die vierte und die fünfte, das sind jetzt im engeren Sinne die Grundhaltungen, die der Therapeut aufbringen sollte. Da ist als erstes eben die Kongruenz des Psychotherapeuten. Und unter Kongruenz ist jetzt das Gegenstück von Inkongruenz gemeint. Das heißt, dass er möglichst all das, was er erlebt, auch sich gewahr ist. Rogers hat das aber eingeschränkt in Hinblick auf die therapeutische Beziehung. Das heißt, man könnte, und das ist ja auch manchmal der Fall, im Privatleben durchaus selber inkongruente Zustände haben. Wichtig ist, dass man in der Situation der Klientin, speziell was die Gefühle der Klientin anlangt, kongruent ist. Und das ist eigentlich das, was man als Resonanz bezeichnet, also so ein inneres Mitschwingen. Da ist das, was man wo man mitschwingt, auch möglichst abgebildet hat im eigenen Gewahrsein. Mhm. Das ist das Man schwingt Kongruenzsein, mit und kriegt es auch mit. Dass sozusagen das, was ich erlebe, auch im Bewusstsein verankert habe oder zumindest da habe. Und dass das, was ich symbolisiere, auch tatsächlich dem entspricht, was ich erlebe. Dass ich nicht nur so tue, als ob ich eben, was ja manches Mal auch das Zerrbild ist, freundlich zugewandt bin, im Inneren vielleicht aber schon sehr ungeduldig, ja, angespannt bin. Dann bin ich selber im Zustand der Inkongruenz. Und es gibt auch noch ein zweites Element von der Kongruenz, das könnte man als Transparenz bezeichnen, nämlich wie weit ich mit dem, was ich erlebe, mich auch den Klienten gegenüber offen zeige. Das heißt, Gegenstück eigentlich von Abstinenz. Und wir arbeiten natürlich sehr viel mehr als die meisten psychoanalytischen Kollegen viel mit dieser Transparenz, dass wir unsere Resonanz den Klienten auch zur Verfügung stellen.
die eigenen Gefühle dem Klienten auch mitteilen. Ja, ja. Wenn es angemessen ist, da gibt es auch wieder ein paar Kriterien dafür. Das ist jetzt nicht so, dass wir groß uns da in Erscheinung treten wollen, aber wenn es angemessen ist, dann ist diese Transparenz als eine Seite der Medaille, Kongruenz, ein wichtiges Mittel. Woher weiß man denn, wann das angemessen ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Therapeut sich zu sehr öffnet, sich ein Patient auch leicht überflutet fühlt. Richtig, ja. Ja. Also gibt hier schon beginnend bei Rogers zum Beispiel den Hinweis, wenn Gefühle persistieren, immer wieder auftreten, Gefühle von Langeweile, Gefühle von Missmut, Gefühle von Verwirrtsein, vielleicht auch Gefühle von erotischer Aufladung. Wenn das anhält und natürlich auch eingeschätzt ist, dass eine vom Klienten her das aufgenommen werden kann, das wäre ein typischer Punkt von angemessener Bedingung, damit auch rauszukommen. Wie würde ein Therapeut sowas formulieren? Also nehmen wir mal, er langweilt sich. Würde er dann sagen, mir ist gerade langweilig? Ja, das ist jetzt eine besondere Herausforderung und auch eine Kunst, dieses eigene Erleben als Ich-Botschaft zu formulieren und nicht im Sinne eines Vorwurfs. Wie würdest du das sagen, wenn du zum Beispiel Langeweile spürst? Ja, ich würde vielleicht sagen, ich merke, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren, dass ich durchaus gewillt bin, das muss ich natürlich auch für mich parat haben, dass ich nicht vielleicht insgesamt in einem Zustand bin, wo mich vielleicht alle Klienten langweilen, weil dann müsste ich sagen, das hat was mit mir zu tun. Hat es sowieso, weil die Langeweile ist ja meine Langeweile, aber wir betrachten das natürlich auch als ein interaktionelles Geschehen, das höchstwahrscheinlich, aber sicher kann man sich nie sein, etwas mit dem Klienten zu tun hat. Und dann meinte er auch schon, dann ist es auch angemessen, das zur Verfügung zu stellen, weil es eine Information ist. Diese Kongruenz war, waren wir den späten Rogers, die allerwichtigste Bedingung. Die nächste Bedingung von Seiten des Psychotherapeuten ist unbedingte positive Beachtung. Damit ist gemeint, dass diese positive Beachtung, die der Person entgegengebracht wird, eben nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft wird. Das heißt, dass ich sie nicht nur dann positiv beachte, wenn sie gerade selbst exploriert, ja, weil dann ist es leicht, hat einmal mein früherer Supervisor gesagt, ja, da kann sozusagen auch der am wenigsten Engagierte, vielleicht auch noch ein wenig enthusiastische Therapeut gut arbeiten, weil dann arbeiten die Klienten eh fast von selber. Schwierig ist es dort, wo eben Abwehrprozesse laufen, wo sich die Klienten schwer tun, an ihr Leben heranzukommen. Und gerade da sind wir dann gefragt und gefordert mit unserer unbedingten positiven Beachtung. Da hilft uns natürlich dann das nächste Element, das einfühlende Verstehen. Je mehr wir den Klienten auch in seiner Not verstehen können, erahnen wir auch, welche Notwendigkeit da drin steckt, dass sich Klienten zum Beispiel mit äußeren Details lange aufhalten. Dann kann man vielleicht leicht einmal verstehen, das wäre alles schon zu bedrohlich, jetzt gleich einmal in das Erlebensbezogene zu gehen. Und damit auch ist es leichter, unbedingt positiv zu beachten. Rogers hat aber auch hier zwei Facetten unterschieden. Das eine hat er das Prizing genannt im Englischen, also anerkennen, schätzen. Da meinte er, dass jede Erfahrung des Klienten als solche geschätzt wird. Nicht nur die Person elementar, ja klar, im Sinne der humanistischen Ausrichtung. Also jeder einzelne Anteil, alles, jedes einzelne jedes Erleben. Einzelne nicht Element. Nur, nicht genau. Nur die Person in ihrem Wesenskern quasi. Das sowieso, aber auch in den Erscheinungsformen, wie dann das zutage tritt.
Also jede einzelne Erfahrung, jedes einzelne Erleben des Klienten soll diese unbedingte positive Beachtung bekommen. Und das zweite Element, das hat er mehr so Caring genannt, ein Sorge tragen. Das heißt, ein sich wirklich, und das ist ein, muss man natürlich vorsichtig sein, aber schon im Sinne, du bist mir wichtig. Dein Leben, dein Schicksal ist mir ein Anliegen. Und ich engagiere mich im Rahmen der professionellen Beziehung so gut ich kann, weil da schwingt sowas mit wie dieses, du bist der Nächste. Und ich werde aber über meine Grenzen dabei nicht hinausgehen. Das muss man insbesondere Psychotherapeuten, angehenden Psychotherapeuten immer wieder auch vermitteln, dass es nicht zu einem Überengagement kommt. Und das dritte Element, das habe ich schon ein Stück jetzt vorweggenommen, dass es wirklich darum geht, sich ganz in die Welt der Klienten hineinzuversetzen. Und das besteht in dem Sinne auch wieder aus zwei Qualitäten. Einfühlendes Verstehen heißt einerseits, dass ich mich so gut geht, mitschwingend in die Person hineinversetze, ohne dabei zu übersehen, dass es ein Als-ob-Modus ist, dass ich nicht verschmelze mit der anderen Person. Und das andere ist, dass ich dieses Einfühlen auch in einen Klärungsrahmen bringe, dass ich die Person auch kognitiv verstehe, dass das Ganze eine Bedeutung auch erhält. Insofern rechtfertigt es, glaube ich, auch, dass man die personenzentrierte Psychotherapie als klärungsorientiertes Verfahren sieht. Die ganz wichtige sechste Bedingung, die oft übersehen wird, kommt noch dazu, nämlich, dass dieses Beziehungsangebot, insbesondere diese unbedingte positive Beachtung und das einfühlende Verstehen, jetzt auch, das sind ja Haltungen, das heißt, das ist ein inneres Erleben der Therapeuten, auch kommuniziert wird dem Klienten gegenüber. Und hier fängt dann die Frage der Techniken an, in welchen Formen, Kommunikationsklustern versuchen wir dieses, ich nehme dich so wie du bist, ich versuche, ich bemühe mich um dich zu verstehen von deiner Perspektive her, wie geschieht das? Und dann kommt es noch darauf an, und das liegt natürlich dann zum großen Teil beim Therapeuten, aber manchmal auch an den Klienten, dass es auch wirklich von denen empfangen werden kann und angenommen werden kann. Jetzt schreibt ja Rogers, dass es wichtig wäre für den Therapeuten, einerseits vollkommen, also Rogers ist ja sehr radikal, er schreibt, der Therapeut solle vollkommen authentisch sein und den Patienten gleichzeitig in jedem Aspekt positiv wertschätzen. Ist das nicht ein Widerspruch, der im Grunde zum unlösbaren Konflikt führen muss eigentlich? Ja klar, da können sich immer wieder Spannungsfelder auftun. Ich glaube, Rogers hat hier aber auch mehr sowas wie eine Perspektive formuliert, worum man sich als Therapeut, als Therapeutin bemühen soll. Dass dieses Wertschätzen der anderen Person, dieses Bedingungslose, ein Projekt ist, das auch ringend eigentlich geschafft werden muss, erlangt werden muss, dass da auch Resonanzen gibt, die vielleicht nicht so ganz wertschätzend sind, das liegt in der Natur der Sache. Wolfgang Keil, der schon erwähnte Kollege von mir, hat sogar ein Konzept entwickelt, das nennt er hermeneutische Empathie, dass er sagt, manche Klienten, besonders wenn sie inkongruent sind, erzeugen fast zwangsläufig Inkongruenz beim Psychotherapeuten. Das hat Rogers auch selber formuliert in der Theorie der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dann geht es eigentlich darum, sein nicht positiv beachten können, anzuerkennen. Mhm. Und das nicht verstehen können, anzuerkennen. Mhm. Ich bin im Moment
gerade dabei, ungeduldig zu werden. Ich bin gerade dabei, den Klienten vielleicht sogar irgendwo hin haben zu wollen. Das heißt, in gewisser Weise auch die direktive Impulse zu bekommen. Und aus diesem Anerkennen meines nicht positiv Beachtens des Klienten kommt der nächste Schritt, dass ich dann vielleicht verstehe, ah, Moment mal, muss ich jetzt so in so viele Details verlieren, weil wir da nahe an was Heißem dran sind. Das würde ja auch bedeuten, dass die Bedingungen, die du jetzt ausgeführt hast, nicht eigentlich als etwas zu verstehen sind, was immer vollständig gegeben sein muss, weil das kann nicht vollständig gegeben sein, ja, sondern mehr wie so eine Art Richtwert, wie so ein, ja, Leuchtturm, ja, auf den man sozusagen hinarbeitet, in dem Wissen, dass man das in vollständiger Form eigentlich nie erreichen kann. Ja, ja. Das, so würde ich das auch sehen wollen, dass das wie ein Kompass ist, wie eine Orientierungsmarke, um die wir uns bemühen, die aber immer wieder ringend nur zu leisten ist und auch immer wieder mit Scheitern verbunden ist. Mhm. Wenn ich etwas nicht unbedingt wertschätzen kann, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich etwas Bestimmtes nicht voll verstanden habe. Und wenn ich etwas nicht voll verstanden habe, dann bin ich eben auch mehr gefährdet, den Klienten nicht dort begleiten zu können, wo er eigentlich ist. Und da setzen dann meine Abwehrprozesse. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ein Klient aus einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang kommt, wo man wirklich große Schwierigkeiten hat, sich wirklich einzufühlen und auch die Empfindungsweise des Patienten nachzuvollziehen? Wie geht man denn damit um? Ja, das ist, finde ich, einen ganz interessanten Punkt. Ich versuche den gleich in einem größeren Zusammenhang zu beantworten. Wir sind ja zum Beispiel Statusdiagnosen gegenüber relativ skeptisch. Es gibt aber natürlich sowas wie, dass manches Mal störungsspezifisches Wissen ganz hilfreich sein kann, um einmal rein kognitiv da zu bleiben, so Moment mal, das gehört zu dieser Person mit ihrem Störungsbild dazu. Und wenn ich hier ein Stückel, so eine Landkarte habe, dann hilft mir das, okay, ja, okay, das ist genau das, worunter diese Person leidet. Und wenn ich das jetzt ein bisschen transformiere, da wäre es auch ganz wichtig, möglichst viel zu wissen darüber, denn man kann nicht alles nur einfühlen, aber da kommt vielleicht das auch zum Tragen, was die phänomenologische Haltung auch bezeichnet wurde. Ja, das erscheint zuerst mal als Widerspruch. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wissen einerseits und einer phänomenologischen Haltung auf der anderen Seite? Ja, ja. Ja, also dieses Wissen könnte ja in dem Fall mir sogar helfen, diese Grundhaltungen zum Beispiel besser einnehmen zu können. Also so betrachtet wäre es ja hier gar nicht so diese klassische phänomenologische Annäherung, dass ich alles versuche mal beiseite zu stellen. Aber in den meisten Fällen haben wir ja sowas wie Vorurteile, haben ja innere Pläne oder müssen aufpassen, dass wir nicht nach denen vorgehen und was wir denken, was gut wäre für die Klienten. Und da hilft diese Haltung dann schon sehr, dass wir versuchen, all das Wissen, all die Theorien, all die Anmutungen, die uns vielleicht schon beim ersten Kontakt nicht in den Sinn kommen, einzuklammern, beiseite zu stellen und rein einmal bei der beschreibenden Ebene zu bleiben und die Phänomene für sich selbst sprechen zu lassen und sie auch nicht gleich zu gewichten, denn das gehört ja auch noch zur Methode dazu. Der dritte Schritt, die Horizontalisierung, das alles gleich wichtig, eben gleich unbedingt positiv beachtet wird. Das hilft in vielen Fällen, meine ich schon, von dem eigenen Bezugsrahmen des Therapeuten wegzublenden
und sich mal ganz auf die innere Welt des Klienten zu beziehen, so wie es in seiner eigenen Psychologik begründet ist, auch wirklich hineinzufinden. Jetzt ist die Art, wie Rogers in einem psychotherapeutischen Prozess beschreibt, hat ja bestimmte Ähnlichkeiten zum Gespräch unter guten Freunden, wo man sich auch auf den anderen einstellt, mitschwingt, empathisch bei ihm ist, sich auch selbst öffnet, die eigene Resonanz einbringt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gespräch zwischen guten Freunden und einer personenzentrierten Psychotherapie oder anders gefragt, wofür kriegt eigentlich der Therapeut sein Honorar? Das hat Rogers gar nicht so stark herausgearbeitet. Da haben andere später dann noch klargestellt auch, dass es sich bei der Psychotherapie natürlich um eine professionelle Beziehung handelt, mit professionellen Anforderungen, mit ethischen Richtlinien. Ist ja auch ein Brotberuf für die allermeisten, also auch von daher, es geht um eine Dienstleistung. Diesen Aspekt sollte man nie übersehen. Aber innerhalb dieses Rahmens, und das ist ja auch ein Paradoxon, das glaube ich auch für alle anderen Methoden gilt, versuchen wir jetzt so persönlich wie nur möglich, die andere Person mit all diesen Beziehungsqualitäten auch ihr zu begegnen, ihr das zuteilwerden zu lassen. Und das könnte, da müssen wir ja auch unsere Ausbildungsteilnehmer manches Mal speziell darauf hinweisen, sowas wie wenn da freundschaftliche Gefühle entwickeln, aber es geht, die können schon Gefühle sein, wo man sich sehr verbunden fühlt, sehr mitschwingt, sich sehr, sehr eben sorgt, aber sollte nie aus den Augen geraten, dass es keine Freundschaft ist. Es gibt ja Patienten, die sehr gefangen sind in ihrer Problematik, sodass sie manchmal fast schwer erreichbar erscheinen von außen, wo die, sagen wir mal, Fehlorientierung oder Pathologie sehr verhärtet ist. Gibt es nicht manchmal auch Situationen, wo eine konfrontative Arbeit erforderlich ist? Gibt es das im personenzentrierten Ansatz überhaupt? Ja. Hier könnten wir anknüpfen an eben den späten Rogers, für den die Kongruenz ja so wichtig war. Und das heißt auch dieser Teil der Kongruenz, wo sich die Therapeuten transparent machen. Wir würden es technisch bezeichnen als Interventionen aus dem Bezugsrahmen des Psychotherapeuten. Das heißt, wenn ich Feedback gebe, Sie kommen mir heute aber sehr aufgeweckt vor oder heute erscheinen sie mir besonders bedrückt oder wenn ich zum Beispiel, das wäre das Prinzip des Beziehungsklärens, die Klientin vielleicht eine sowas wie eine Beziehungsanspielung macht und ich greife das auf, dann antworte ich eigentlich nicht nur aus dem empathischen Modus, also aus der Alter-Ego-Beziehung heraus, sondern aus der dialogischen Beziehung. Ich bringe auch was ein. Ich glaube, die moderne personenzentrierte Psychotherapie versteht sich insbesondere auch, dass die Therapeuten nicht nur, schon auch aus dem Alter-Ego-Zusammenhang antworten, sondern auch aus dem dialogischen Kontext heraus sich selbst einbringen. Es gibt ja Patienten, die kommen zum Therapeuten mit ganz konkreten Veränderungswünschen. Ich habe die und die Angst, können Sie so schnell wie möglich die beseitigen in mir? Das ist ja am Anfang oft so ein Wunsch an die Therapie. Wie geht man damit um? Weil eine personenzentrierte Therapie würde ja nicht so schnell gehen, sondern es würde sich ja über einen längeren Zeitraum erstrecken. Zunächst einmal würde ich versuchen, den Klienten auch hier in seiner Not, in seinem Druck, in seinem Leiden, unmittelbaren, symptomatischen auch abzuholen, zu verstehen und da gibt es dann auch zu verstehen, ja, natürlich will er das möglichst schnell weghaben, denn er ist ja unangenehm, wenn ich Panikattacken habe oder sowas. Da zeigt sich aber dann schon, ob die Klienten auf dieses Angebot
mit zunehmender, wie wir es nennen, auch Selbstexploration ihrerseits wiederum antworten können, oder ob sie hier eigentlich, und da wären wir ja bei Bedingung 6, dieses einfühlende Verstehen, dieses wertschätzende, gar nicht so gut nützen können, sondern vielleicht sehr beharren auf etwas. Ich will eine Symptomkur. Und wenn das, kann man ja auch so etwas wie eine Probetherapie vereinbaren, wenn das sich über mehrere Stunden auch nicht eben konsensuell in eine Richtung bringen lässt, wo eben die Methode, die wir anbieten, dann auch genützt werden kann, dann würde ich sagen, dann ist vielleicht keine Indikation für personenzentrierte Psychotherapie gegeben. Wenn der Therapeut sich sehr bemüht, auf den Patienten einzugehen, sich empathisch einzustellen und den Patienten zu akzeptieren, so wie er ist, könnte das nicht sein, dass ein Patient sich darin so ein bisschen wohnlich einrichtet, quasi in der Zuwendung, aber im Großen und Ganzen so bleibt, wie er ist, also gar nicht groß an seiner Veränderung arbeitet, sich aber immer sehr wohl fühlt mit dem Therapeuten? Ja, wenn der Klient oder die Klientin hier nicht mit einer Zunahme von sich dem eigenen Erleben zuzuwenden eigentlich antwortet und reagiert, dann müsste man sich schon fragen, ob etwas, ein stagnierendes, statisches Element hier unterstützt wird. Das würde natürlich auch, und da kommen wir zu dem, dass der Therapeut sich dann ja auch wieder mit seinen Bezugsrahmen einbringt und das vielleicht zur Sprache bringt und zum Thema macht und so betrachtet auch die Abwehr unterläuft. Jetzt ist ja eine der wesentlichen Neuentwicklungen oder relativ neueren Entwicklungen nach Rogers das Focusing. Könntest du mal kurz beschreiben, was Focusing eigentlich ist und wie das funktioniert? Mhm. Ja, Focusing wurde ja von Chandlin, Eugene Chandlin, ursprünglich aus Wien stammender Psychologe, eigentlich Philosoph, der dann Mitarbeiter von Rogers war und der insbesondere das Erleben der Klienten in den Mittelpunkt gerückt hat und gemeint hat, wenn es gelingt, dass Klienten sich in einer ganz bestimmten Qualität diesem Erleben zuwenden können, dass das der beste Vorhersagefaktor ist für therapeutischen Erfolg. Und so betrachtet hat Focusing mehrere Bedeutungen. Die eine ist, sich achtsam dem eigenen Leben zuzuwenden und die Prozesse, die dabei auftreten, das nennt er den Focusing-Prozess. Er hat aber sogar ein 6-Schritte-Modell entwickelt, wo er das aufgeschlüsselt hat, wie dieser Prozess laufen könnte, nämlich dass man erstmal Freiraum schafft, um sich nicht abgelenkt zu sein, dann sich dem eigenen Erleben zuwendet anhand eines Themas, anhand einer Problematik. In einem dritten Schritt, man würde es vielleicht nennen, nochmal das genauer zu sagen, dieses Thema herauszustellen und auch klar damit zu machen, dass es hier nicht darum geht, die Person mit dem Problem in einen Topf zu werfen. Die Person ist mehr als nur ihr Problem. Sie wendet sich in dem Sinne einem Thema zu, aber das sind so viele andere Anteile, die vielleicht sehr gut funktionieren und Ressourcen, die wunderbar abgerufen werden können. Also es wird immer nur auf ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problem hin fokussiert. Und man wendet sich, glaube ich, dem zu, was Gendlin als Felt Sense bezeichnet. Könntest du das nochmal erläutern, weil das ist etwas schwer zu verstehen, wie das gemeint ist, was das eigentlich ist. Genau, das nennt er das Anfragen des Felt Sense im Hinblick auf das Thema, im Hinblick auf das Problem. Was ist ein Felt Sense? Ist eigentlich ein Kunstbegriff, aber gemeint ist die gespürte Bedeutung, die innerlich gefühlte Bedeutung. Ist das dasselbe wie eine Körperempfindung?
Ja, das ist ein vages, er nennt es implizites Erleben, wo noch gar nicht expliziert ist, was in Form von Symbolen, sondern eher so ein vages, körpernahes Empfinden. Aber es ist nicht körperlich zu lokalisieren, obwohl man sich sozusagen kann ich schon sowas wie sich in die Mitte seines Erlebens begeben, eben sich diesem Erleben zuwenden. Es hat auch was Holistisches. Ne? Gendel Es sagt hat ja was von, Holistisches. fühl mal, was das Thema deine Mutter quasi insgesamt, wie sich das insgesamt in dir anfühlt, Ja, mit allen Aspekten quasi. genau. Und dann kommen, er hat das als Griffwörter bezeichnet oder Griffsymbole, so ein erster Griff. Ja, diese Griffwörter sind manchmal noch sehr wenig logisch, ja, die kommen, und das wäre aber ein gutes Zeichen, einfach so spontan, oft in Form von Bildern, von Körperempfindungen, oft nur einzelne Wörter. Und jetzt ging es darum, dass diese Symbole und auch Konzepte immer wieder am Feldsens geprüft werden. Dann sage ich vielleicht, das hat was Berührendes, nicht? Dann sage ich so, na, Das stimmt nicht stimmt genau. nicht genau, Ja. es hat was Bewegendes. Ja, und dann, ja, trifft das, ja, und dann kann man sozusagen mit diesen Feldsens weiter, kann man weiter Fragen stellen, erweitern und dieses organismische Wissen möglichst ausschöpfen. Und ganz wichtig, in diesem letzten Schritt ist auch noch, dass manches Mal, wenn man so ganz weg von den Konzepten, nicht, sich dem eigenen organismischen Erleben zugewendet hat, dass dann so der innere Kritiker, hat Chandler das genannt, der hat einen langen Arm, der meldet sich dann nochmal und sagt, ach, das ist doch alles Humbug, das bildest du dir nur ein. Das war jetzt, ja, das war also Zufall. Ne? Und da hat er diese Phase annehmen und schützen genannt. Oder als solches anerkennt, das wäre genau das unbedingt positiv beachten nochmal und auch mal so es verweile noch mit dem, lass es nachwirken und wir zerfleddern das jetzt nicht mehr. Wird eigentlich in der personenzentrierten Psychotherapie über Focusing hinaus auch noch mit anderen transformatorischen, erlebnisaktivierenden Verfahren gearbeitet? Also zum Beispiel mit Rollenspielen, Körperübungen, künstlerischen Techniken, sowas, über das Gespräch und über die Innenwahrnehmung hinaus? Ja, das war ja das Einengende mit der Gesprächstherapie, mit dieser Bezeichnung personenzentrierte Psychotherapie trifft es ja vielmehr die gesamte Person mit ihren Möglichkeiten. Und wenn ich es mit Klienten zu tun habe, die vielleicht sogar hier eine besondere Affinität haben, etwas zu modellieren, etwas zu zeichnen, künstlerisch auszudrücken oder eben in Form von Bewegung, von Körperarbeit auch, dann bietet sich's an und es gibt überhaupt keine theoretische Begründung, das nicht auch zu nützen, dann so zu arbeiten. Wird es auch praktiziert, Wird also auch in Form von praktiziert. Rollenspielen, von Berührungsarbeit, Atemübungen, Dinge dieser Art? Ja, da würde ich jetzt unterscheiden, es geht hier darum, das aus dem Prozess zu entwickeln und mit dem Klienten gemeinsam abzustimmen. Das heißt, dass ich nicht einen inneren Plan verfolge, an der Stelle werde ich dann ein Rollenspiel einsetzen. Das wäre genau nicht im Sinne dieses organischen, begegnungsorientierten Es müsste Prozesses. entstehen Es aus dem müsste Dialog entstehen heraus. aus dem Dialog heraus, aus dem Prozess heraus und immer auch im Sinne einer Vergewisserung, passt das jetzt? Mir ist das jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Ich mache das manches Mal nicht allzu oft. Ja? Dann können wir vielleicht sowas wie, ja, kann bis zu dem gehen, da sind jetzt zwei Teile in dir, fast so wie gestaltmäßig, nicht? Können wir die mal deutlicher noch herausstellen? Da muss aber vom Klienten auch sowas wie signalisiert werden, ja, das will ich Es muss ausprobieren, passen. das gefällt mir jetzt. Ja? Mhm. Dann Muss ist passen das. sozusagen. Dann muss das passen und dann sind
den Techniken und Methoden in dieser personenzentrierten Methode als Überbegriff keine Grenzen gesetzt, da sind wir sehr, sehr frei. Was würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Weiterentwicklungen oder Neuentwicklungen in der personenzentrierten Therapie seit der Zeit von Rogers und Gentlin? Ja, da gibt es mal, um die Bedingung 1, den Kontakt nochmal aufzugreifen, Gary Prouty, der auch in Chicago wirkend die Prätherapie begründet hat. Prätherapie heißt in dem Fall, dass dieses Zustandekommen des Kontakts auch durch bestimmte Kontaktreflexionen gefördert werden kann. Das kannte Rogers noch nicht, durch Wort-für-Wort-Wiederholungen, durch Reflektieren der Körperhaltung des Klienten ein sehr konkreter Kontakt angebahnt werden kann, der dann in weiterer Folge, wenn dieser Kontakt glückt, auch noch in Richtung mehr klassische Psychotherapie und mehr empathisches Begleiten gehen kann. Also so betrachtet wären die Kontaktreflexionen eine Spezialform von Empathie für ganz bestimmte Klienten, auch zum Beispiel bei dementen Personen oder halluzinierenden Personen, wo das Mittel der Wahl wäre. Eine zweite wichtige Richtung, was sich jetzt so beginnend beim späten Rogers weiter noch ausgefaltet hat, die dialogische Ausrichtung, Relational Death, eine Strömung in England, in Schottland von Dave Mearns begründet auch, wo die Therapeuten sehr unmittelbar in eine Beziehung treten, wo sie weit über diese drei Grundhaltungen hinausgehen, sondern sozusagen in einen ganz lebendigen Begegnungsprozess eintreten, wo eigentlich vor allem die Entwicklung der Persönlichkeit des Therapeuten gefördert werden soll und dass das Hauptagens ist. Es gibt aber umgekehrt auch eine andere Strömung, die mehr auf das Beziehungsmuster oder die Beziehungsmuster der Klienten achtet, würden wir interpersonelle oder interaktionelle Strömung nennen. Das heißt, da steht so im Hintergrund, dass nicht die Selbstexploration des Klienten primär ist, sondern Beziehungserfahrungen haben in weiterer Folge eine bestimmte Ausformung des Selbstkonzepts zur Folge, aber der Ansatzpunkt sind die Beziehungserfahrungen und eben dementsprechend wird mit dem gearbeitet. Noch eine andere Richtung wäre die stärkere Einbeziehung existenzieller Fragestellungen in die personenzentrierte Psychotherapie. Das heißt auch, Klienten mehr auf Themen zu verweisen, manchmal ist es dann wirklich auch schon ein Verweisen, die mit dem existenziellen Sein zu tun haben. Tod, die Vergänglichkeit, die existenzielle Angst, die ja weit über die neurotische hinausgeht, die Unsicherheiten, die mit eben als Kehrseite der Freiheit mit unserer Existenz verbunden sind, diese auch als Thema hineinzubringen. Da ist dann auch ein Stück wiederum der Bezugsrahmen des Therapeuten mit diesem theoretischen Hintergrund natürlich mit im Spiel. Und da kommen auch stärkere Konfrontationen mit ins Spiel, fast schon so ähnlich auch wie vielleicht bei existenzanalytischen Ansatz von Albert Lenge. Klienten werden eingeladen, Stellungnahmen auch abzugeben. Also nicht nur fördern, sondern mehr fordern ist da dabei. In der Sprache, der klientenzentrierte Sprache, könnte man sagen, es soll die, Wolfgang Keiler hat das so schön formuliert, die Aktualisierungstendenz auch zugemutet werden. Der Klient soll nicht unter seinen Möglichkeiten bleiben. Er soll nicht überfordert werden, ist klar, aber auch nicht unterfordert werden.
Ja, und in weiterer Folge auch noch ein experientielles Segment des personenzentrierten Ansatzes Greenberg mit Emotion-Focused-Therapie, was ein Amalgam ist aus personenzentriert, Focusing, gestalttherapeutischen Elementen und existenziellen Denken. Muss aber auch schon etwas schematischer als im klassischen Ansatz zugeht. Und dann gibt es noch eine Reihe von integrativen Ansätzen und speziell im deutschsprachigen Raum und in Belgien und in Holland störungsspezifische Ansätze. Also wo über Rogers hinaus sehr wohl differenziert wird, je nachdem mit welchen Klientengruppen man es zu tun hat. Eine Weiterentwicklung stellt wahrscheinlich auch noch Expressive Arts Therapy von Natalie Rogers, der Tochter von Carl Rogers, dar, die versucht hat, eben mal die verschiedenen kreativen Ausdruckswege zu nutzen. Sie hat das dann Creative Connection genannt, weil sie versucht, innerhalb einer Sitzung gleich mehrere Kanäle anzuzapfen, indem sie einlädt, etwas zu zeichnen, das, was dann erlebt wird nach der Zeichnung, vielleicht in Form eines Tanzes auszudrücken, dann nach dem Tanz sich zurückzuziehen, vielleicht mal innezuhalten, das Ganze aufzuschreiben. Also verbindet hier mehrere kreative, stilistische Mittel. Rogers hat ja eine sehr weitgehende und sehr so eine hundertprozentige Vorstellung von dem Patienten, wenn er eine personenzentrierte Therapie hinter sich hat. Er nennt es die Fully Functioning Person. Ist das nicht ein Ziel, was sehr hoch gesteckt ist, so hoch, dass man es eigentlich nie erreichen kann, weil wer funktioniert schon vollständig? Sehr hoch gesteckt. Ich glaube aber auch, dass Rogers das als eine theoretische Konstruktion verwendet hat, um zu zeigen, in welche Richtung ein Prozess von Entwicklung der Persönlichkeit gehen kann. Er hat das ja als fiktive, hypothetische Annahme formuliert. Und das war ja auch im Rahmen seines Prozesskontinuums, wo er so 7 Stufen unterschieden hat, die man durchläuft. So Stufe 1, 2 geht man gar nicht in Therapie, weil gar nicht aufgeschlossen ist dafür. Gearbeitet wird sozusagen auf den Stufen 3, 4, 5. Und wenn man Stufe 6 erreicht hätte, würde man ohnehin keine Psychotherapie mehr benötigen. Aber manche bleiben dann noch, weil sie das so für ihre persönlichen Zwecke auch nutzen wollen. Und Stufe 7 ist genauso etwas, was ein Endpunkt ist. Und ich glaube, da war Rogers auch ein Stück zu optimistisch. Ich glaube, wir können uns bescheiden damit, dass es ein hinreichendes Ziel auch ist, zu sagen, die Therapie hat sehr viel erreicht, wenn es gelungen ist, dass die Klienten jene Einstellungen, die sie eigentlich von den Therapeuten erfahren sollen oder von natürlich auch schon der Kindheit, von den wichtigen Bezugspersonen, zu sich selbst einnehmen und herstellen können. Das heißt, wenn sie eben kongruent sind, das heißt, alle Erfahrungen, die da so kommen, potenziell bewusstseinsfähig machen, die bewusstseinsfähig sind, auch wenn sie sich dem Erleben zuwenden, auch dann wirklich in das eigene Gewahrsein bringen können, dass sie sich selbst in einer Form unbedingt positiv beachten können, wo nicht eine Erfahrung, weil sie eben negativ bewertet ist, ausgespart bleibt, sondern der ganzen Fülle und dem ganzen Breite unseres Erlebens Anerkennung geben. Und ich würde eben nicht von Selbstempathie sprechen, weil das ist ein Begriff, der nicht gut passt, sondern einfach das eigene Erleben auch verstehen zu können, das eigene fühlende Erleben auch für sich begreifen zu können. Wenn das erreicht ist, ist es allemal ausreichend. Ja, lieber Gerhard, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Danke dir auch.